suche gerade nach Wohnung. Und dann habe ich Instagram gelöscht. Guten Morgen, heute ist Montag. Heute ist meine Ich muss wieder in meine Routine reinkommen Woche. Und ich dachte, ich nehme euch da mit. Ich bin heute um 6 Uhr aufgewacht, beziehungsweise um 6:15. Ja, ich habe nochmal gepennt. Ich bin nochmal kurz eingeschlafen. Und gerade bin ich am Journalen. Ich habe so einen neuen Stift übrigens. Ist der nicht niedlich? Ich liebe ihn. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Ich möchte diese Woche das volle Programm wieder durchziehen. Das heißt, ich gehe zum Gym, gehe zum Pole, gehe wieder arbeiten nach meinem Urlaub. Ich versuche ein paar To-Dos abzuarbeiten. Ich versuche in YouTube rein zu grinden wieder, Rippen schneiden. Weil ich habe, glaube ich, so fast 3 fertige Videos. Ich komme einfach gar nicht hinterher. Das versuche ich aufzuholen. Ich versuche mich mit einer Freundin zu treffen. Also es wird wirklich bam, bam, bam voll diese Woche. Und das ist der Plan. Und ich werde natürlich trotzdem lieb zu mir sein. Und wenn ich irgendwas nicht schaffe, dann nehme ich euch da auch mit, wie ich damit cope, wenn ich es nicht schaffe. Aber ich möchte diese Woche viel schaffen. Mili, ich journal jetzt zu Ende. Dann stehe ich auf, ziehe mir meine Sportsachen an und steppe ins Gym. Ich komme gerade aus dem Gym. Ich habe heute nur, also ich bin nicht gelaufen, ich bin nur High Incline gegangen, aber schon sehr schnell. Zu meiner Brad Treadmill Strut Playlist. Es ist nur Charlie XCX, nur Brad und dann immer schneller und immer intensiver. Und ich glaube, ich habe sogar 3 Kilometer gemacht in so 36 Minuten. Und jetzt bin ich kaputt und muss erstmal ausschwitzen, frühstücke jetzt und dann dusche ich. It's breakfast time. Ich habe mir wieder Porridge gemacht mit Tiefkühlhimbeeren, Erdnussmus, Leinsamen, Apfel und Datteln. Mein Go-To-Frühstück forever and ever. Bis es wieder Herbst ist, dann brate ich die Äpfel noch an. Hier ist eine Wespe auf dem Tisch. Aber ansonsten esse ich literally jeden Tag dasselbe. Und das gönne ich mir jetzt mit meinem Matcha, mit meinem Iced Matcha Latte. Und Probiotika nehme ich auch. Die habe ich auch, als ich in Köln war, gar nicht genommen, weil ich die einfach nicht mit hatte. Smart von mir. Aber ja. So, die ersten Arbeitsstunden sind vorbei und ich habe es geschafft, endlich alle Mails zu sortieren und alle Nachrichten mal anzuklicken wenigstens. Also ich habe nicht alle gelesen, ich bin ehrlich. It's not possible, wenn man so eine Woche weg ist. Okay, was schätzt ihr, wie viele E-Mails hatte ich? Ich gebe euch ein paar Sekunden. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren raten, wie viele E-Mails ich nach, na gut, sagen wir 1,5 Wochen Urlaub hatte im Postfach. Düm, 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 düm. Es waren, ich glaube, 472. Die habe ich alle sortiert. Ich habe mich schon in die wichtigsten Themen wieder eingeloopt und habe jetzt halt noch so ein paar offene Mails, die ich gerne angehen möchte jetzt heute noch. Also ich habe immer eine ganz gute Priorisierung, glaube ich. Feierabend. Ich bin jetzt fertig mit Arbeit. Und ich habe heute erst um 20 Uhr Therapie, also wir haben jetzt 18 Uhr und ich habe erst um 20 Uhr Therapie, das heißt in 2 Stunden. Like what the fuck, so spät. Um 21 Uhr erst irgendwann zu Hause sein. I'm a granny, okay? Naja, zumindest werde ich jetzt erstmal einkaufen gehen. Ich brauche ein paar Teile, beziehungsweise ein paar Lebensmittel. Dann fahre ich gleich mit dem Fahrrad zur Therapie. Ich fühle mich heute komisch. Also ich habe auch einfach immer noch meine Tage. Und deswegen fühle ich mich wahrscheinlich auch komisch. Aber ich fühle mich auch einfach generell komisch zurzeit. Ich habe auch gerade so ein paar Themen in meiner Therapie, die halt irgendwie so komplett neu für mich sind. Oder ja, einfach strange sind für mich. Weil apparently habe ich Commitment Issues. Und es ist so strange, weil ich hätte das nie gedacht von mir. Ich dachte immer so, ja, das haben halt die anderen. Und ich muss immer mit den Leuten dealen, die Commitment-Issues haben. Aber honey, it's me. I am the problem. Wenn ich immer wieder mir Leute suche, die Commitment-Issues haben und mich immer wieder zu denen angezogen fühle, why is that? Why is that? Denk mal zweimal drüber nach. Und vor allem auf freundschaftlicher Ebene ist es bei mir richtig, richtig krass, dass ich da mega das Problem habe, mich zu committen. Like, ich habe meine Freundin und ich habe auch Freundinnen, die ich meine besten Freundinnen nenne. Aber trotzdem bin ich dann immer so, I'm scared. I'm just scared. Oh, ganz müde.
So ein süßer Schatz. Leute, mir ist aufgefallen, dass ich literally jeden Tag dasselbe esse. Morgens immer mein Porridge, abends immer Spiegeleier. Und mir ist es gerade bewusst geworden, weil ich halt im Aldi war und ich war einkaufen und ich habe so meinen Stuff gekauft. Wie immer dieselben Pieces wie immer. Und es ist alles für mich kein Problem, wenn ich mir nicht verbieten würde, andere Sachen zu kaufen. Und das macht es für mich problematisch und nicht so normal. Weil dann sehe ich Sachen, wo ich denke, da hätte ich auch Bock drauf. Nein. It's not on the roster. It's not in the rotation of Lebensmittel, die ich gerade kaufe. Deswegen geht das nicht. Auf jeden Fall esse ich jetzt gleich mein Spiegelei und werde nebenbei mein Buch beenden. Ich lese gerade Addicted for Now. Heißt das Buch so? Addicted for Now. Und ich habe noch ungefähr 13 Seiten übrig. Ja, das werde ich jetzt nebenbei zu Ende lesen, essen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht absolut geil aussieht. Tschüss. Komplett überladen. Also, Update. Ich war bei meiner Therapeutin und es war einfach nur eine absolute Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Es gibt ein Thema, ja, über das ich die ganze Zeit reden möchte, was mir mega Belastung gibt. Aber ich kann einfach nicht drüber reden. Ich kann meiner Therapeutin nicht davon erzählen. Und ihr fragt euch jetzt, warum? Ist es so schlimm? Oh mein Gott, Clara, what's going on? Es ist literally nichts Schlimmes. Ich habe einfach nur Angst vor meinen eigenen Gefühlen. Wirklich, ich fühle mich gerade so gaga bum bum hier oben, wirklich. Also es nervt mich auch wirklich extrem. Es nervt mich einfach extrem, dass ich es nicht hinbekomme, darüber zu sprechen. Naja, auf jeden Fall bin ich gerade komplett am Rad drehen, wie man vielleicht merkt. Nee, ich bin wirklich genervt. Ich werde mich jetzt Bett fertig machen. Ich habe auch beschlossen, ich brauche so eine Pause. Ich brauche eine Pause von Dauerbeschallung. Weil ich habe das Gefühl, ich höre immer Musik oder scroll auf Reels oder ich gucke ein Video oder ich gucke jetzt wieder Trash-TV. Und das ist ja auch alles schön gut, aber in Maßen. Und ich habe das Gefühl, ich fülle jede Lücke damit. Deswegen versuche ich jetzt wieder so ein bisschen mehr darauf zu verzichten, sagte sie, während sie ein YouTube-Video am Handy angemacht hat, damit sie sich fertig machen kann und das gucken kann. Aber für mich, Sarah ist meine Ausnahme. Sarah Caroli, Lieblings-YouTuberin, Ausnahme. Okay, ich gucke jetzt dieses Video, ich mache mich Bettchen fertig und dann ist heute Schicht im Schacht. Rapp, zapp, zapp, ne? Schlafen zu gehen war gestern genau das Richtige. Mir geht's heute besser. Ich bin nicht mehr so komplett gaga im Kopf. Und was ich gerade mache, ist, ich bin auf ImmoScout. Denn, worüber ich noch nicht gesprochen habe, ist, dass ich gerade eine Wohnung suche. Egal, darüber drehe ich ein andermal. Es ist Dienstag. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Ich bin richtig stolz auf mich, weil ich war eigentlich gestern Abend schon so, oh, ich will nicht. Und dann war ich heute Morgen natürlich auch so, oh, ich will nicht. But here we are. Ich mache mich jetzt ready fürs Gym und für die Arbeit. Und dann wird heute ein neuer Tag. Swag. I'm ready to go. Ich glaube, heute ist ein Filler-Episodentag. Ich spüre das. Kennt ihr so Filler-Episodentage, wo einfach, ihr wisst schon, es wird nichts Spannendes passieren. Jetzt ins Gym, dann bin ich arbeiten. Dann bin ich heute Abend nochmal im Pole-Studio für Stretching-Kurs. And that's it. That's it. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich heute Abend auch erst melden wieder. Filler-Episodentag. Swag. Aber dafür sehe ich gut aus. Irgendwie sehe ich gut aus. So fresh and clean. Slay. Good morning. Wir haben Mittwoch. Und oh mein Gott. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Das hatte auch einen Grund. Mir ging es nämlich gestern richtig scheiße. Ich fühle mich auch immer noch nicht so super, aber es geht langsam. Ich gebe mein Bestes, mich selbst zu regulieren, I guess. Auf jeden Fall war gestern Abend echt eine Hölle. Ich war aber auch gestern noch beim Sport. Also ich war gestern früh im Gym, dann war ich bei der Arbeit und dann war ich abends noch im Pole-Studio bei dem Flexi-Kurs. Deswegen melde ich mich erst jetzt wieder. Ich habe heute auch Gym geskippt. Also es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich war ja jetzt die letzten beiden Tage viel beim Sport. Und deswegen dachte ich mir, ich brauchte gestern Abend noch so einen Trash-TV-Abend auf dem Sofa. Und deswegen habe ich dann heute ausgeschlafen bis 8. Also ausgeschlafen. Ich habe trotzdem, bin ich mit Wecker wach geworden, aber ich habe halt länger geschlafen. Jetzt haben wir 9 fast. Und das heißt, ich arbeite gleich auch schon im Homeoffice. Aber ich dachte, ich mache heute wirklich ganz langsam. Ich versuche auf meine Gesundheit zu achten. Ich versuche auf mich zu achten, auf meine Gefühle. Und da muss man halt manchmal auch ein bisschen langsamer machen und auch mal nicht seine Routinen durchzwingen, sondern einfach anpassen. Und deswegen lange geschlafen. Ich mache mir jetzt gleich Frühstück. Ich mache mich noch schnell ein bisschen fertig, ein bisschen frisch, damit ich den Tag gut starten kann, damit ich mich gut fühle. Alles, damit ich mich gut fühle. Nichts, weil ich muss. That's important. Und dann geht's an die Arbeit.
Hello Friends. Es ist heute unfassbar warm. Ich habe schon meine Wäsche aufgehangen in der Sonne und bin am Worken. Es ist einfach im Homeoffice, dass man nebenbei wirklich so Haushaltssachen erledigen kann. Also nicht, dass ich jetzt hier eine Stunde Großputz mache, aber mal eben eine Wäsche anmachen. No problemo. Heute ist auch wieder so ein Tag. Mir macht Arbeit schon Spaß. Manchmal, an manchen Tagen. Spaß. Mir macht Arbeit schon an vielen Tagen Spaß. Aber heute macht es wieder mal besonders Spaß. Jetzt ist 12 Uhr und ich werde mir jetzt was zu essen machen. Ich weiß aber 0,0%, was ich zu essen machen soll. Ich bin zurzeit so uninspiriert, ne? Also wirklich, ich esse morgens und abends immer dasselbe, habe ich ja schon gesagt. Und mittags variiert es immer so ein bisschen, aber trotzdem nicht so sehr. Ich habe auch irgendwie nichts da. Kein Gemüse. Ich habe Tiefkühlspinat und Kichererbsen. Ich denke, das wird's. Kichererbsen, Tiefkühlspinat. I have food. Ich glaube, das ist schon wieder so richtig typisch. Es ist einfach Reis, Tofu, Tiefkühlspinat, Kichererbsen mit so ein bisschen Kokosmilch. Mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, ich brauche mal ein Sommerrezept. So einen Salat oder sowas, was ich machen kann. Weil es ist einfach viel zu warm, um was Gekochtes zu essen. Auf jeden Fall esse ich jetzt. Und dann wird weiter geworkt. Okay, ich bin gerade an einem Punkt, wo meine Motivation so tief gesunken ist. Ich trinke gerade meinen Eiskaffee und ich habe mir jetzt eine To-Do-Liste geschrieben. Und die werde ich jetzt abarbeiten. Weil manchmal hilft es einfach, wenn man so keine Ahnung hat, wo man gerade anfangen soll, wenn man keine Motivation hat, gerade zu starten, sich eine To-Do-Liste zu schreiben und einfach Sachen abhaken zu können. Das mache ich jetzt. Es ist wirklich busy, busy, as always. Ich glaube, nach diesem Eiskaffee könnte ich auch noch einen Red Bull vertragen. Ich bin zurzeit echt ein bisschen koffeingeil. Upsi. Und was auch immer hilft, ist süße Stationery. Ich liebe süße Stifte. Ich liebe süße Stifte über alles. Die machen glücklich. Leute, der Tipp mit der To-Do-Liste hat funktioniert. Ich habe die komplett rasiert, bis auf 2 Punkte. Und was mir auch noch geholfen hat, ich habe das während meiner Bachelorarbeit gemacht, also während ich die geschrieben habe. Und zwar habe ich Harry Potter Pomodoro-Videos gemacht. Und das habe ich gerade auch gemacht. Also, dass ich so 25 Minuten arbeiten, 5 Minütchen Pause. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut, dieser Boost dann. Und generell diese Lernambiente-Videos funktionieren sehr, sehr gut für mich zum Konzentrieren. Oh, ich hasse meine Haare zurzeit, aber ich habe nächste Woche einen Friseurtermin. Da freue ich mich schon drauf. Ja, jetzt bin ich fertig mit Arbeit. Ich hatte mir heute eigentlich noch vorgenommen, mein eines YouTube-Video zu schneiden. Ich werde jetzt aber gleich erstmal Haushalt machen und vielleicht gucken, dass ich meine Haare wasche, dusche. Keine Ahnung. Ich muss mich gleich erstmal ein bisschen gut fühlen, bevor ich dann mich nochmal an irgendwas dran setze. So. Und eigentlich würde ich auch ganz, ganz chillen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe es geschafft, den gesamten Rohschnitt von meinem Video fertig zu machen heute noch. Wir haben jetzt 10 Uhr und meine Haare wasche ich morgen, habe ich beschlossen. Morgen früh. Ich habe mir jetzt meinen Tee auch gemacht, meinen Guna-Tee. Den werde ich jetzt trinken. Vorher meditiere ich noch 10 Minuten. Und dann freue ich mich auf meine Abendroutine und auf Lesen. Ich lese gerade Just for the Summer. Wollte ich schon die ganze Zeit lesen. Habe es aber einfach die ganze Zeit noch nicht geschafft. Bin auf Seite 60 circa. Und ich mag es auf jeden Fall sehr gerne bisher. Es ist auf jeden Fall spannend auch, actually. Meine kleine Silly Little Summer Lektüre. Genau, also meditieren, Tee trinken, lesen. Und dann wird gepennt. Heute war ein sehr erfolgreicher Tag. Sehr diszipliniert am Arbeiten gewesen. Und morgen fahre ich wieder ins Büro. Gute Nacht, meine Lieben. Ich liebe dieses Geräusch übrigens. Es fuckt bestimmt richtig viele ab, aber ich lieb's. Good morning, guys. Ich mache mich gerade fertig. Ich hätte heute echt früher aufstehen sollen. Wir haben jetzt... Oh mein
mein Gott, wir haben schon 8:30. LMAO. Ich musste heute aber meine Haare waschen. Und dann ist mir gerade noch eingefallen, dass ich auch noch die Balkonpflanzen gerade pflegen muss. Also gießen muss. Und das dauert ja auch immer seine paar Minütchen. Und deswegen bin ich jetzt insgesamt ein bisschen spät dran. Aber naja, heute ist Donnerstag. Heute ist mein letzter Arbeitstag vorm Wochenende. Ich fahre gleich ins Büro. Freue mich. Ja. Eine Sache, über die ich noch reden wollte, die ich schon angeteasert habe, aber wo ich dachte, nee, da lasse ich mir mehr Zeit für. Ich bin gerade auf Wohnungssuche. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich glaube, ich habe es noch nicht angesprochen. Auf jeden Fall bin ich auf Wohnungssuche. Ich möchte nämlich aus Berlin wegziehen. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo erwähnt. Ich habe es auch schon in meiner Insta-Story mal erwähnt oder in einem Twitch-Stream erwähnt. Ja, ich möchte nicht mehr in Berlin wohnen. Das hat einige Gründe. Erster Grund, ich bin seit 3 Jahren in Berlin. Ich bin seit... genau 3 Jahren in Berlin. Oh mein Gott, es ist heute der 1. August. Ich bin im August 2021 hier eingezogen. Crazy! Zumindest bin ich seit 3 Jahren hier und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in dieser Stadt mich zu Hause fühle. Das hat zum einen den Grund, dass ich hier einfach nicht unfassbar viele Freunde habe. Und die Freunde, die ich hier habe, sehe ich halt auch nicht so regelmäßig, weil man wohnt halt auch weit auseinander. Das ist halt auch so ein Negativpunkt an Berlin, dass einfach die Wege unfassbar weit sind. Ich fahre ins Büro 45 Minuten. Ich fahre, wenn ich meine Freunde sehen will, auch so lang. Zum Sport brauche ich meistens 1 Stunde. Egal, wo ich bin. Es ist wirklich einfach insane, wie weit die Wege hier sind. Ja, dann natürlich auch so Gründe wie, dass die Stadt einfach... was soll ich sagen? Berlin ist jetzt nicht so die sauberste Stadt. Ich habe teilweise Panik oder Angst, überhaupt einkaufen zu gehen, weil hier, wo ich wohne, hell no. Hell no. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Gegend, in der ich wohne, ist einfach nicht gut. Ich könnte näher an meine Freunde, näher an den Sport, in eine schönere Gegend ziehen. Aber da kommen wir schon zu Punkt Nummer 2, warum ich aus Berlin ausziehen möchte. Die Mietpreise und generell die Wohnungssituation. Ich glaube nämlich nicht, dass ich es schaffen werde, eine Wohnung für mich alleine zu finden, die ich mir leisten kann in der Gegend, in der ich wohnen möchte. Ich habe keine Lust mehr auf WG. Ich möchte nicht mehr in einer WG wohnen. Ich möchte alleine wohnen. Ich möchte meinen eigenen Space haben mit meinen Kids, also mit meinen Katzen. Ich möchte mir nicht mehr meine Wohnung teilen müssen. Das hat auch etliche Gründe. Aber ja, ich bin jetzt 26. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich finde, es ist auch angebracht und okay. Es ist auch okay, wenn man in dem Alter noch in einer WG wohnt. Aber ich möchte einfach nicht mehr in einer WG wohnen. Und das ist einfach in Berlin nicht möglich. Dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Gründe, die ganzen Positivgründe von der Stadt, wo ich hinziehen werde. Jetzt denken wahrscheinlich einige, oh mein Gott, Clara, du ziehst bestimmt zurück nach Köln. Du hast da doch die ganzen Freunde, du bist da doch die ganze Zeit. Ja, nee. In Köln hat man genau die gleichen Probleme wie hier. Ich müsste da auch wieder in eine WG. Da eine Wohnung zu finden, ist auch basically unmöglich. Und auch einfach viel zu stressig. Und deswegen, Leute, ich suche gerade nach Wohnung. Und to be honest, Leute, es hat so viele Vorteile für mich. Jetzt habe ich viel zu lange gequatscht. Ich muss mein Essen aufessen. Ich muss meine Haare noch föhnen. I'm ready to go. Ich hasse meine Haare zurzeit. Sind aber auch noch nicht ganz trocken. Alter, dieses Licht ist so scheiße. Ich komme gerade vom Sport. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich nochmal aufzuraffen. Ich hatte nämlich zeitlich komplett die Planung verkackt. Bobby denkt auch, er kriegt nochmal Abendessen. Mm-mm-mm. Ja, auf jeden Fall habe ich komplett die Planung verkackt. Ich dachte, ich gehe direkt nach der Arbeit zum Sport. Habe dann aber gesehen, dass Sport erst um 20.30 Uhr war. Das heißt, ich bin nach Hause gefahren, habe mich kurz umgezogen. Ich bin übel spät nach Hause gekommen, weil die Bahn einfach... Es ist einfach so ein leidiges Thema in Berlin, dass die Bahnlinien einfach nie normal fahren, gefühlt. Das heißt, ich war erst um 19.10 Uhr zu Hause, musste um 19:30 auch schon wieder los. Habe mich umgezogen, die Katzen gefüttert, die Tasche umgepackt und bin dann Jala Abfahrt los. Es war übel nice. Ich kann euch mal kurz einen Clip einblenden von der Choreo, die wir heute getanzt haben. I don't wanna be crazy no more. Every time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Babe. Es hat übel Spaß gemacht. Ich war heute auch irgendwie... Ich habe manchmal so Tage, an denen kann ich mir Choreos nicht so gut merken. Und heute war so ein Tag... Ich war so instantly in it, instantly so. Und ich denke, jetzt mache ich mir noch einen cozy Abend. Ich habe nämlich komplett sturmfrei bis, weiß ich gar nicht. Let me check. Ich habe sturmfrei bis Montagabend. Also noch die ganze restliche Woche. Wir haben ja heute Donnerstag. Und ich habe die ganze restliche Woche noch sturmfrei. And I love it. Das bedeutet nämlich, dass ich mir jetzt richtig gemütlich machen werde. Auf dem Sofa. Ah! Ich werde Trash-TV schauen. Ich bin wieder im Trash-TV-Game. Ich sag's, wie es ist.
Ich mache mir gerade mein Frühstück. Und heute geht es mir irgendwie nicht so gut. Ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass ich irgendwie mir viel zu viel vorgenommen habe fürs Wochenende mal wieder. Und ich jetzt gleich erstmal meinen Nagelstudio-Termin habe, dann muss ich einkaufen, dann will ich noch mein Video fertig machen, dann gehe ich zum Sport, dann muss ich eigentlich noch ein anderes Video drehen. Ja, meine Zeitplanung ist ein bisschen durcheinander. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ich kriege es auch hin, was ausfallen zu lassen oder zu verschieben nochmal. Also einen Schritt nach dem nächsten, jetzt erstmal ganz entspannt frühstücken und dann geht's erstmal die Nägel machen. Das ist ja auch entspannt so. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, dass jeder Termin stressig ist. Ich habe so voll diese Assoziation, dass Termine immer anstrengend sind. Aber ich gehe literally meine Nägel machen so. Ich sitze da und mache gar nichts. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich fühle mich halt voll einsam. Ich bin so aufgewacht und dachte mir so, jetzt wen da haben. Ich bin ja jetzt, ich glaube seit 3,5 Monaten circa Single. 3,5 Monate. Das ist nicht so lang, das ist definitiv nicht ultra lang, aber es ist mittlerweile so lang, dass ich an einem Punkt bin, wo ich mir denke, ich bin einsam. Nein, ich bin nicht einsam. Ich habe Freunde etc. Ich hatte ja auch ein paar Dating-Experiences, keine Ahnung, jetzt noch in den letzten 3,5 Monaten auch. Das letzte davon ist aber jetzt auch schon 2 Monate her. Das heißt, seit 2 Monaten date ich auch nicht mehr. Krass! Also mir kommen diese 2 Monate viel kürzer vor als die 3,5 Monate. Ich finde es immer so verrückt, wie Zeit sich anfühlt. Ich hatte das ganz stark, als Corona angefangen hat. Beziehungsweise so die Zeit danach, dass sich manche Sachen sehr nah angefühlt haben und andere dafür aber viel weiter weg, obwohl das die Relation eine andere war. Also zum Beispiel ist es 3,5 Monate her, dass ich jetzt Single bin. Das fühlt sich für mich aber unendlich lang her an. Und es ist 2 Monate her, dass ich aufgehört habe zu daten. Und dazwischen liegt ja 1,5 Monate. Aber diese 2 Monate fühlen sich länger an als diese 1,5 Monate. Egal. Nein, andersrum. Egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das eine fühlt sich nicht so lang her an, das andere fühlt sich unendlich lang her an. So. Und es liegen nur 1,5 Monate dazwischen. Well, das gehört auch zum Leben dazu. Ich bin halt auch gerade an einem Punkt, wo ich nicht daten kann, weil ich nach Wohnung suche in einer anderen Stadt. Das heißt, ich bin weder da noch hier. Und ich kann weder da noch hier irgendwen daten, weil hier muss ich den Leuten sagen, ich bin wahrscheinlich bald weg. Und dort sage ich, ich weiß noch nicht, wann ich da bin. Dann muss das halt alles noch ein bisschen warten. Ich bin ja auch eh nicht so der Fan davon, aktiv zu suchen. Naja, zumindest, ich gehe jetzt frühstücken. Nee, ich gehe jetzt nicht frühstücken. Ich frühstücke jetzt. Dann gehe ich zum Nagelstudio. Dann gehe ich einkaufen. Und dann mal gucken, welche To-Dos ich noch so abhaken werde. Friends! Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich habe frische Nails und muss gleich schon wieder los zum Sport. Ich bin heute irgendwie echt mies gestresst. Ich würde voll gerne noch einen Kaffee trinken. Vielleicht nehme ich den auch einfach mit. Der Bobby. Ich weiß nicht, warum ich mich heute so gestresst fühle. Ich glaube einfach wirklich, weil ich mir zu viel vorgenommen habe und die ganze Zeit denke so, okay, jetzt das und danach das und dann dies. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen langsamer nochmal. Ich scratch jetzt alles an Sachen, die ich später machen wollte und gucke einfach, was geht und was nicht. Man muss halt irgendwie auch immer seine Erwartungen anpassen. Es gibt halt immer so diese Liste an Sachen, die man machen muss oder machen will. Und dann gibt es noch die On-Top-Sachen und ich habe jetzt alles auf On-Top gesetzt, außer dass ich halt jetzt gleich zum Sport gehe. Ich bin mal gespannt, wie fit ich heute bin. So ein bisschen schlapp fühle ich mich, so körperlich, also einfach so kräftetechnisch. Leute, also, dieser Vlog nimmt jetzt komischen Turn auf jeden Fall. Nee, nicht komisch, aber einen anderen als erwartet. Ich war ja all get back into routine und everything. Aber Leute, erstens, ich habe mich maßlos übernommen. And that's okay. Haken hinter, akzeptiert, realisiert, gecheckt. It is what it is. It is what it motherfucking is, ja? Dann kommt halt ein YouTube-Video weniger raus. Zweitens, ich war beim Sport und es hat was ausgelöst. Die Stunde war nicht so gut. Ja. Und was meine ich mit nicht so gut? Nicht so gut meine ich, ich konnte keine Instagram-Videos machen. Ich konnte keine coolen Tricks filmen. Ich hatte auch einen fetten Krampf in meiner Wade. Also wirklich, oh mein Gott, der Krampf ging eine Minute lang nicht weg und war so stark. Ich habe wirklich geheult. Ich habe angefangen zu heulen, weil ich Panik hatte, dass es nicht weggeht. Meine Trainerin hat meine Wade massiert und die ganze Zeit gesagt, es wird aufhören, es wird aufhören. Und ich war so, ja, ich weiß. Aber ich hatte Ultra-Panik. Eigentlich wollte ich danach halt noch bleiben und noch meine Heels-Choreo einmal nochmal tanzen, nochmal üben. Ging dann natürlich mit dem Krampf nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Instagram löschen muss. Und dann habe ich Instagram gelöscht. Ja,
ist eine lange Geschichte. Ich hoffe auch wirklich sehr, dass ich das durchziehe, weil es ist einfach eine fucking Sucht. Ich bin fucking süchtig. Nicht nur nach dem Content, den ich auf Instagram sehe, sondern auch nach der Validation, nach der Aufmerksamkeit, die ich von Social Media ziehe. Bis zu einem gewissen Grad würde ich YouTube auch dazu zählen, aber eben, es ist nicht dasselbe wie Instagram für mich. Hier kann ich offen sein, offen reden, andere Sachen thematisieren. Hier geht es nicht darum, dass ich perfekte Poll-Videos poste oder perfekte Selfies poste. Hier geht es eher darum, mein Leben zu dokumentieren, meine Reise zu dokumentieren, die zu teilen. Mir geht es viel darum zu zeigen, hey, ich bin krank, ich habe eine mentale Einschränkung, Krankheit, whatever und kann trotzdem ein schönes Leben leben oder versuche ein schönes Leben zu leben. So, das ist was, worum es mir auf YouTube geht. Aber auf Instagram war halt einfach alles so oberflächlich und so viel, ja, keine Ahnung. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mich hinsetzen und ein bisschen journalen. Das brauche ich gerade ganz dringend. Ich habe so viele Gedanken. Es ist richtig krass, aber dieses, ich habe Instagram gelöscht und jetzt sind so viele Gedanken in meinem Kopf dazu, die ich ganz gerne festhalten würde, weil ich es ultra spannend finde. Ja, und ich glaube, ich werde dann heute einfach nichts mehr machen und werde einfach ein ganzes Video ausfallen lassen. And that's okay. Ich wollte eigentlich mein August-Reset heute filmen. Ich wollte einen Vlog heute noch zu Ende editen und dann morgen schon den August-Reset editen, sodass die beide back-to-back live gehen können. Aber Leute, I fucking can't. Ich habe mich so hart übernommen. Ich sehe es auch an meinem Körper, ja. So, ich war gestern beim Heels-Kurs, wollte heute nochmal Heels tanzen. Digga, fettester Krampf. Fettester Krampf, wirklich. Nein, es geht nicht. Mein Körper sagt nein, mein Geist sagt gerade nein. Und deswegen, und das gehört dazu, und das ist auch wichtig, auf seinen Körper und auf seinen Geist zu hören und dann einfach mal 10 Gänge zurückzuschalten, wenn es sein muss. Und das ist, was ich jetzt mache. 10 Gänge zurückschalten. Deswegen werde ich das Video ausfallen lassen. Ich werde jetzt über das Wochenende noch jetzt ein Video fertig machen, wo ich den Rohschnitt ja schon fertig gemacht habe am Mittwoch. Werde ansonsten, ich glaube, ich bestelle mir was zu essen. Weil I can't be bothered right now zu kochen. Ich habe gar keinen Bock zu kochen. Und ich habe Bock, mir Sushi zu bestellen, glaube ich. Das frisst halt unfassbar viel von meinem Essen-Geh-Budget. Ich habe ja nur 50 Euro Essen-Gehen-Budget im Monat und ich denke, das wird 50% von diesem Essen-Geh-Budget fressen. But so be it. Geht's mir nicht gut und ich will einfach nur Sushi. Das mache ich. Das macht mich glücklich. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich ohne Social Media wieder viel mehr lernen werde. Auf meinen Körper hören, drauf hören, was mich glücklich macht und das machen. Boah, ich muss echt durchatmen. Es ist krass. Ich habe richtig, richtig high emotions heute. Und ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich die ganze Zeit heulen. Aber ich will nicht die ganze Zeit heulen, deswegen mache ich es nicht. Und nochmal zur Pole-Stunde. To be honest, ich dachte, sie ist nicht gut. Aber ganz ehrlich, meine Trainerin auch gesagt, so, du warst jetzt 3 Wochen off, du bist hier, du hast gemacht, du hast einen Trick gemacht, den du noch nie gemacht hast. Und ja, Leute, ich habe Sachen gemacht, die ich noch nie gemacht habe. Bin stolz auf mich, ich war da, ich habe trainiert. Es geht ja darum, Schritt für Schritt weiterzugehen. Und jeder Tag sieht anders aus. Das ist so wichtig. Progress ist nicht so einfach ansteigend. Progress ist jeder Tag sieht anders aus. Die Hormone sind anders jeden Tag. Deine Kraft kann anders sein. Deine Emotionen spielen ja auch in den Körper rein. Und wenn meine Emotionen gerade einfach all over the place und total stark sind, dann spürt das mein Körper auch. Deswegen, ich bin stolz auf mich. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich bin dankbar für mich, dass ich heute hingegangen bin. Ich bin dankbar, was mein Körper kann. Ich bin dankbar, was mir Paul gibt und nicht, wie es aussieht. Und das ist der Punkt, wo ich mich jetzt selber treffe, wo ich mir selber sage, hier sind wir gerade. Es ist gut, hier zu sein. Ich bestelle mir jetzt Sushi, dann journal ich und ich werde heute einfach chillen. Ich werde heute einfach chillen. Ah! Wie ich jedes Mal schockiert bin, wenn das Essen, was ich bestellt habe, wirklich ankommt. Hello guys, es ist Sonntag. Ich bin übel spät dran. Ich bin nämlich zum Brunchen verabredet. Und ja, ich glaube, ich komme 10 Minuten zu spät. But that's okay. That's life sometimes. Das hier ist mein Outfit of the day. Ich habe mich gestern nicht gemeldet. Es lag daran, dass ich übel Kopfschmerzen hatte. Und ja, aber ich habe gestern viel erledigt bekommen. Ich war nämlich beim Apollo. Ich habe mein Piercing endlich wechseln lassen. Ich habe jetzt ein goldenes Septum drin. Ich war shoppen. Ich war Geschenke kaufen. War beim DM. Also ich habe wirklich viel erledigt. Und danach habe ich den ganzen Tag nur Trash-TV geschaut. Ich bin jetzt wirklich aktuell, was Ex on the Beach angeht, was Are You the One angeht. Und ich habe Princess Charming angefangen. A little bit addicted. Ja, ich muss jetzt gleich los. Der Bus kommt irgendwann gleich. Swag. Willst du meine Eier nicht? Ein magisches Gerät braucht. Mhm. Eine Dimensionsscheibe. Gestern vertragt ihr bereits Eier, euch das andere. Ja.
gerne. Hallo. Heute ist so komisches Wetter. Es regnet, dann scheint die Sonne, dann regnet es wieder, es ist schwül. Gerade regnet es. Ich war gerade mit Sani, meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Übrigens, ignoriert bitte meine Panda-Augen, wirklich diese neue Mascara, die ich gekauft habe. Buh. Ich war mit ihr frühstücken. Brunchen. Frühstücken. Ich hatte so einen French Toast. Das war übel lecker. Aber oh mein Gott, Leute, dieser Matcha war so teuer. 7 Euro habe ich für diesen Matcha bezahlt. Not worth it at all. Wirklich. Komplett gestört. Ich glaube sogar 7,50 Euro, weil Hafermilch sogar auch nochmal 50 Cent mehr gekostet hat. Whatever. Wir haben gerade ein Escape-Spiel gespielt. Das war so Harry Potter angelehnt und es hat echt Bock gemacht. Also es ist echt richtig, richtig cool. Es war so ein Exit-Game. Ich habe es schon weggeworfen. Moment. Das hier war es. Exit, die Akademie der Zauberkünste. Hat Bock gemacht. War auf jeden Fall richtig, richtig cool. Hat Spaß gemacht. Und wir haben es geschafft. Wir haben auch es echt schnell geschafft eigentlich. Also wir haben bei 2, 3 Rätseln so ein bisschen Anläufe gebraucht. Aber ansonsten sind wir da echt flott durch. Aber es war schon anspruchsvoll auch. Dicke Empfehlung. Ja, für heute steht für mich noch an, dass ich mein YouTube-Video fertig machen möchte. Und ich muss eigentlich staubsaugen. Aber der Staubsauger funktioniert nicht, wie er funktionieren sollte. Und das macht mich richtig fertig. Ich bin so froh, auch nächste Woche zum Friseur zu gehen, weil meine Haare sind eine absolute Katastrophe. Ich habe auch das Gefühl, ich kann mit denen nichts mehr machen. Das ist einfach Stroh. Das ist einfach Stroh. Ich kann die... Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die sind so krass ungesund gerade. Naja, ich brauche einfach mal wieder einen Schnitt. Aber den gibt es dann nächste Woche. Ja, irgendwie bin ich heute so ein bisschen nachdenkerisch. Keine Ahnung, so ein bisschen in my feelings. I don't know. Ich bin heute aufgewacht und ich habe schon wieder mich so schwer gefühlt und so traurig irgendwie. For no reason. Beziehungsweise ich bin einfach auch sad, dass ich halt nicht mit so einer Motivation aufwache zurzeit. Also es ist nicht so, dass ich excited bin, den Tag zu starten und excited bin, am Leben zu sein. Sondern es kostet mich zurzeit wirklich sehr viel Kraft, Glück zu empfinden. Und das macht mich traurig. Also so, ich weiß nicht, ob das auch nochmal so Depressionen halt sind. So kann schon sein. Ich wache auf, ich habe Schwere in der Brust. Und ja, es ist irgendwie belastend und traurig. Aber ja, ich bin mir auch sicher, dass es wieder wird. Es ist halt einfach nur so viel passiert dieses Jahr bisher. Seit März sind so viele schlimme Sachen passiert, so viele traurige Sachen passiert, so viel passiert, worüber ich keine Kontrolle habe. Also man hat ja nie die Kontrolle über sein Umfeld, über sein Äußeres. Man hat immer nur die Kontrolle über sich selber und seine Gefühle. Aber wenn so viele Dinge passieren, auf die man keinen Einfluss hat und so back to back und man hat gar nicht die Zeit, das eine richtig zu verkraften und dann passiert schon das nächste, wie zum Beispiel als im März, April jemand gestorben ist und noch während der Trauerphase dann mein Freund Schluss gemacht hat und während mein Freund Schluss gemacht hat in der Trauerphase und dann wieder Sachen passiert und so, wisst ihr, also es ist immer so, man schließt gar nicht ab mit der einen Sache, die einen belastet und dann passiert schon das nächste. Aber ich weiß und ich vertraue darauf, dass es halt irgendwann sein Ende finden wird. Aber jetzt gerade ist noch viel in mir drin, was so verarbeitet werden muss. And that's okay. Ich denke, ich werde jetzt mich bei meinen Freunden zurückmelden. Ich habe nämlich ein paar verpasste Anrufe, Nachrichten und dann, keine Ahnung, übel Anxiety heute. Oh mein Gott. Slay. Naja. Ja, ich werde jetzt erstmal mich so ein bisschen um mein Sozialleben noch kümmern, bevor ich hier irgendwas anderes mache.